Herzlich willkommen bei Lamborghini, der besten Automarke auf dem gesamten Planeten. Das ist sicher. Wie kann ich Ihnen heute hier an diesem sonnigen, wunderschönen Tag behilflich sein? Ein neues Auto. Ja, richtige Entscheidung. Waren wir die Ersten? Alles klar. Wissen Sie, eigentlich brauchen Sie auch gar nirgendwo anders mehr hingehen nach uns. Denn nur wir bieten Ihnen hochpreisige Qualität an, womit Sie überall auffallen werden. Das ist unser Versprechen. Ja, ach, Sie werden gleich sehen. Auf jeden Fall. Aber ich muss fragen, können Sie sich das überhaupt leisten? Ja. Nun, ich frage deswegen, Sie mit Ihrer Mütze und sowas sehen jetzt nicht so wie unser Standardklientel aus. Sie wissen aber, Lamborghini, wir kosten richtig, also unsere Autos stehen für die beste Qualität, dementsprechend auch natürlich für einen höheren Kostenfaktor. Na gut, ich werde das so hinnehmen. Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Einmal das Auto konfigurieren. Bekommen wir hin, alles klar. Dann bräuchte ich nur Ihren Vor- und Nachnamen. Wofür? Ganz simpel, Sie laufen bei uns dann durch eine... Ja, ich würde es jetzt einfach mal Sicherheitskontrolle nennen. Das bedeutet Vorstrafen, irgendwelche unrühmlichen Dinge, auch natürlich finanzielle Aspekte, die dort ja mal kontrolliert werden müssen. Ja, ich bräuchte Ihren Vornamen zuerst, bitte. Wie heißen Sie? Ist das so? Noch nie gehört, okay. Und den Nachnamen? Ja, dann bei dem Namen brauche ich aber auch noch die Adresse von Ihnen. Ihre Wohnadresse, genau. Hausnummer. Postleitzahl. Und die Stadt. Ich danke Ihnen. Jetzt brauche ich zuletzt noch eine Adresse, unter welche ich Sie telefonisch erreichen kann. Jederzeit, wenn wir eine Frage haben sollten. Ich verstehe, ja. Und das ist... Ja, alles klar. Ich danke Ihnen. Was war Ihr letztes Auto, was Sie jetzt besitzen oder besessen haben? Okay. Ja, ich verstehe. Das ist natürlich dann ein Sprung. Ist Ihnen bewusst, oder? Ihnen ist aber auch bewusst, dass ein Lamborghini nicht beim Kauf aufhört, oder? Versicherung, einfach auch mal einzelne Reparaturen, Erweiterungen und, die werden Sie schon so gutes Geld kosten. Das können Sie wirklich, ja? Ja, nicht, dass Sie hinterher noch eine Bank ausrauben. Das wollen wir ja nicht. Ich meine, die Mütze und sowas haben Sie ja dazu auf. Deswegen auch meine Frage. Okay. Okay. Wenn Sie sagen, Sie können das, dann ist das für mich okay. Dann akzeptiere ich das hiermit und werde dann jetzt einfach mal dazu übergehen, dass ich Ihnen meinen Bildschirm präsentiere.
präsentiere und dass wir dort uns mal die verschiedensten Autos angucken. Okay. Alles klar. Ein Moment. Dann ist der Bildschirm in 3, 2, 1. Jetzt für Sie verfügbar. So, wie Sie sehen, wir haben natürlich 3 verschiedene Modelle. Wir fangen jetzt einfach mal vorne mit dem Aventador an. Die V12 Markenikone entwickelt, um die eigene Leistung zu übertreffen. Das ist natürlich, ja, hey, Lamborghini-typisch kennt man. Dann haben wir unseren Huracan. Auch der natürlich sehr bekannt, beispiellose Fahrdynamik, so beschreiben wir ihn. Und eine absolute Vollmaschine. Und als letztes haben wir dann noch unseren größeren Wagen, den SUV, die Urus. Die einzigartige Verschmelzung aus Lamborghini und täglicher Nutzbarkeit. Das bedeutet, Sie bekommen hier Lamborghini-Qualität mit einem wirklich gut nutzbaren Geländewagen, den Sie auch mehr als 2 Leuten dann zumuten können. Genau. Welcher der 3 Modelle hatte Sie denn hier persönlich interessiert? Aventador. Okay. Ja, dann der Aventador. Alles klar. Dann wählen wir den jetzt aus. Und dann gibt es natürlich jetzt erstmal daran, dass wir uns aussuchen, welches Modell Sie denn haben möchten. Also, Sie sehen hier, wir haben den Roadster natürlich. Real Emotions Shape the Future. Wir haben dann natürlich auch noch hier unseren zweiten Freund, den eben nicht als Roadster. Also, ja, da haben wir diese beiden Varianten. Sie sehen hier die leichten Unterschiede am Design, aber das ist dann wirklich relativ Makulatur. Ich meine, offensichtlich natürlich das Dach. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist wohl sehr offensichtlich, aber auch ansonsten natürlich so ganz kleine Details, aber das Dach ist halt da der große Punkt. Den Roadster. Alles klar, den Roadster nehmen wir hier. Zack. Wunderbar. So, wir sind natürlich noch nicht am Ende. Wir haben natürlich jetzt noch weitere Unterpunkte. Logisch. Schauen Sie sich jetzt einfach mal an. In dem Gelb hier. Wir haben natürlich unser Rot. Klar. Wir haben hier unser, ja, unser Blau. Türkis nenne ich es einfach mal. Wir haben hier unser Knallgelb. Das klassische, wirklich Knallgelbe. Das kennt man von Lamborghini ja sehr, sehr gut. Wir haben Lila. Wer drauf steht. Wir haben natürlich Nero, also unser Schwarz. Das ist natürlich brutal und sieht total biestig aus. Aber es ist halt schon super cool. Ja, ich kann hier nochmal durchgehen. Also Schwarz, Lila, unser wirklich Knallgelb. Unser Türkisblau. Unser Rot. Das ist dann richtig so ein Dunkelrot. Und natürlich das zweite Gelb, was dann auch hier häufig als Standard genommen wird. In Schwarz. In Schwarz, ja klar. Also hier. Unser Nero. Nehmen wir. Gute Wahl, wie ich finde. Bombastische Wahl. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den verschiedensten Sachen. Ja, also wir haben hier, Sie sehen links einige Sachen, Sie sehen hier oben einige Sachen. Let's go. Wir können uns das natürlich mal von der Seite angucken. So sieht Ihr Auto momentan von der Seitenansicht aus. Wie gesagt, Dach natürlich offen und dann die typischen Aventador-Linien. Klar, von hinten auch. Bekannt wahrscheinlich, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Und dann, genau, fangen wir jetzt einfach mit dem Lack an. Das haben wir ja soweit gemacht. Da brauchen wir ja jetzt nicht wirklich viel mehr durchzugehen. Klar, wir haben hier dann noch andere Lacke, aber wenn Sie sich für den Schwarzen entschieden haben,
Ja, welchen? Den hier, mal eben gucken, ja. Der würde dann so aussehen. Das ist halt, ja, das sind in Glänzen, es gibt die auch in Matt. Also den wird es auch in Matt geben. Er ist aber dann so grau halt, ne? Also man kann den auch hier in Grün oder sowas nehmen. Das ist halt Geschmackssache. Wir haben auch hier halt noch ein paar andere. Also zum Beispiel hier, ja. Oder man geht nochmal weiter. Da hat man allerdings keine dunkle Farbe mehr. Und genau, das ist dann hier halt alles nicht so dunkel, außer hier. Da haben wir dann wieder noch ein anderes Schwarz. Aber das ist dann Geschmackssache. Also Sie können ja auch wirklich, wie gesagt, rot, alle möglichen Blaus nehmen. Also da haben wir alles, was das Herz begehrt. Genau, auch in Matt natürlich, schwarz. Das gefällt Ihnen. Das so. Oder lieber unser anderes. Wirklich pechschwarz. Okay, also das jetzt so. Oder das. Das hier ist natürlich ein bisschen dunkler. Das da. Okay, passt. Die Felgen. Standardmäßig haben wir hier unsere Felgen drauf. Die gibt es natürlich noch anders. Da haben Sie hier andere Designs. Das sehen Sie. Hier können Sie natürlich auch nichts anderes auswählen, ist klar. Hier haben wir dann eben die in 20 und 21 Zoll in Schwarz glänzend, in Bronzefarben oder eben in Titan. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Schauen Sie auf die Felgen, dann sehen Sie jetzt gleich ein anderes Design. Genau. Das könnten Sie dann in Bronzefarben eben noch nehmen. Das kann bei manchen Autos gut aussehen, zudem passt es jetzt meiner Meinung nach nicht in dem Design. Oder eben in Titan. Aber auch das, ups, auch das finde ich passt hier eher weniger, wenn Sie jetzt warten. Einen Moment. Es dauert. Ah, da scheint es ein Problem zu geben, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die momentan da haben was. Da haben was, also ja. Nein, finde ich nicht so. Was haben wir hier noch? Ja gut, Zentralverschluss in Schwarz, ist klar. Es gibt den auch noch in Rot. Das sehen Sie jetzt dann. Einen Moment, dann sehen Sie hier unten natürlich, wo meine Maus ist. Da ist das Ganze dann in Rot. Das passt aber eigentlich nicht, ne? Also welche der beiden? Nummer 1, Standard oder eben die anderen? Die anderen hier. Aber dann in Schwarz wahrscheinlich, schwarz glänzend, oder? Habe ich mir gedacht. Okay. Gut, Brems- und Bremsbeläge. Bremssättel halt. Genau. Welche Farbe? Silber, Grün, Rot, Orange, Gelb, Schwarz, Bronzefarben. Dieses, ja, grünliche oder blau. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal empfehlen, Sachen von mir empfehlen, Silber. Sie sehen, dass da hier drin sieht nicht so toll aus. Ich hätte zum Beispiel Rot sehr, sehr geil gefunden. Das zeige ich Ihnen mal. Also das finde ich schon mega, wenn man da rote Bremssättel reinpackt. Oder man macht es einfach mal in Gelb. Finde ich auch sehr, sehr stylisch, muss ich gestehen. Was ich auch sehr, sehr gut, also was ich an Rot sehr, sehr schön finde, das zeige ich Ihnen nochmal. Sie haben hier hinten natürlich die Ferrari-Flagge, ach die Ferrari-Flagge, die Italien-Flagge drauf. Ja, ich habe Ferrari gesagt. Das liegt aber daran, dass wir heute noch über die Konkurrenz geredet haben. Deswegen, wir haben hier natürlich die Italien-Flagge drauf und dann hier, das passt sehr gut. Und das würde bei keinem anderen so passen. Sie können natürlich einen All-Black-Wagen machen. Dann packen Sie hier einfach schwarz rein. Aber ich behaupte mal so rote Akzente. Ah, die machen schon einiges aus. Ich habe Sie überzeugt. Ja, wunderbar. Den Motorraum. Möchten Sie die farbigen Aufhänger in schwarz, also die Feder halt in schwarz, grün oder rot haben? Ich finde, da könnte man jetzt wieder sagen, nehmen wir die roten einfach. Okay. Ja, genau, das ist halt sinnvoll einfach so. Da können wir alles so lassen, das ist unwichtig wirklich. Dann gehen wir Ansicht von oben, da haben wir halt unser Hardtop.
jetzt Möglichkeiten, das ein bisschen zu verändern. Also wir haben das in schwarz glänzend dann noch. Da müsste man dann allerdings wirklich direkt die Spiegelgehäuse verändern und so weiter. Ich kann Ihnen jetzt aber tatsächlich nur dazu raten, das so zu lassen, weil das zu Ihrem Design am besten passt. Wenn wir jetzt hier ein Auto in mattschwarz haben, was dann oben halt ein schwarz glänzendes Hardtop hat, dann... Nee, das passt nicht so. Also mal neben dem, dass man als Aventador Roadster Fahrer seltenst mit einem Dach fährt, aber trotzdem. Okay, Details. Wir haben hier das Paket drin, momentan ohne Logo. Sie könnten natürlich hier theoretisch auch noch die SVJ-Logo silberfarben draufpacken. Das sieht dann so aus, da fahren Sie quasi für uns ein wenig Werbung. Muss man nicht, ja, ich weiß, das ist einfach so. Wir haben hier dann verschiedenste Möglichkeiten noch, aber da würde ich Ihnen jetzt persönlich einfach mal sagen, machen Sie da jetzt nicht so viel draus. Style-Pakete von wegen in glänzendem Carbon-Gehäuse wieder. Das macht nicht so Sinn. Einfach wenn Sie hier ein mattes Auto haben und dann wollen Sie es glänzend haben. Ja, das ist immer so, Style-Paket, das kann ich immer zeigen, da müssten Sie auch wieder alles ändern, genau. Macht nicht so viel Sinn. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Interieur. Dann wechseln wir auch schon direkt dahin. Dann merken wir, jetzt wird sich einiges ein wenig verändern. Genau, jetzt geht's nämlich rein. Was ist schon eine Wucht, oder? Also, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Wir fangen natürlich jetzt an mit Farb und Ausstattung wieder klar. Wir haben jetzt hier unsere Standardsachen, die wir so haben. Dort können wir jetzt dann schauen, klar, Hauptfarbe und zweite Farbe. Da wird sich nicht viel ändern, das sehen Sie auch schon, das kann man hier auch gar nicht einstellen. Genau wie hier man dann sagen könnte allerdings dann, dass man die Farbe wirklich ändert. Und als Hauptfarbe bleibt natürlich unser Schwarz. Sie können aber sagen, ich möchte blaue Akzente haben. Und dann sehen Sie... Das Ganze in Blau. Wir könnten sagen, Sie möchten das in Grün haben. Okay, kein Problem. In Grün. Gut. In Orange. Ja, gut, das ist halt Geschmackssache. Aber das Häufigste bleibt so, genau. Oder man guckt eben hier noch, dass man sagt, passen Sie auf, wir haben rotes Design außen schon so ein paar Elemente reingepackt. Machen wir es doch so. Damit. Dann haben Sie natürlich unter anderem das Lamborghini-Logo in Rot. Sie haben den Sitz in Rot, zum Teil halt diese Elemente. Sie haben hier vorne mögliche Rote. Sie haben den Griff außen in Rot und so weiter. Auch die Naht am Lenkrad ist in Rot. Sie können natürlich auch ein helleres nehmen. Das ist aber dann so mehr so fast schon, geht so leicht Richtung Orange. Aber es sieht halt auch cool aus. Sie möchten schon ein Rot, okay, das hier, so, oder wirklich dann so im Dunklen, so, oder so, im Dunklen, alles klar, okay, machen wir. Sonderausstattung, Kreuzstichnähte, lassen wir raus, ja, ich behaupte mal, das lassen wir raus. So, Aluminiumfußplatte oder Carbonfußplatte, da haben wir natürlich jetzt hier am Boden die Möglichkeit auszuwählen. Sie sehen, hier haben wir jetzt Aluminium. Wir könnten es auch auf Carbon wechseln. Das wird im Design dann eben anders aussehen. Ich finde das persönlich nicht so schön, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also bleiben wir bei Aluminium, okay. Farbe auch hier wieder frei wählbar. Jetzt machen theoretisch halt nur Rot. Oder eben das Aluminium, was wir jetzt haben, Sinn. Rot würde dann so aussehen. Was gefällt Ihnen? Ja, Sie haben Geschmack. Sie sind aber sicher, dass Sie sich das leisten können, ja. Alles klar. Alles klar. Lenkrad. Multifunktionslenkrad. Das ist soweit standardmäßig in Voll-Alcantara natürlich enthalten dann. Und wir haben jetzt hier noch mit perforierten Ledereinsätzen möglich oder mit Glattledereinsätzen.
Das bedeutet, hier ändert sich dann halt so ein klein bisschen was am Lenkrad. Da sehen Sie dann im Design jetzt keine großen Unterschiede, nein. Aber hier halt, ja, Sie sehen das. Es ist halt jetzt so ein bisschen so perforiert halt. Voll Alcantara ist natürlich, ja, ach, ich finde das super tatsächlich. Okay, Multifunktionslenkrad, also Sie haben hier natürlich verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Lauter, leiser, hoch, runter scrollen. Kennt man ja. Sitze und Gurte. SVJ-Logo. Haben wir natürlich hier im Start jetzt momentan in Grau. Sie können es in Weiß haben. Dann gucken Sie auf das Logo. Dann ist es weiß. Wir können es auch in Grau halt noch in einem anderen Grau machen. Immer drauf gucken auf das Logo. So. Wir können es in Gold machen. Sieht natürlich ein bisschen edler aus. Orange überspringe ich jetzt absichtlich und die anderen Farben machen, bis auf vielleicht Bianco Polar Weiß, wenig Sinn. Das sieht halt doch ganz cool aus. Rot und alles macht natürlich, ich zeige Ihnen das mal kurz, keinen Sinn, weil dann hat man hier keine, ja, kein Übergang. Das sieht dann ein bisschen doof aus. Das Weiße, okay. Das hier. Oder das hier. Ja, ich gebe zu, das ist wenig Unterschied. Wir nehmen das. Alles klar. So, elektrische und beheizte Komfortsitze mit Carbon-Details. Sie sehen, da verändert sich leicht was. Sie kriegen dann andere Sitze, genau. Schauen Sie sich den Sitz mal an. Und dann den Sitz. Welcher sagt Ihnen persönlich mehr zu? Der hier. Okay, alles klar. Ja, ich persönlich bin eher fast davon Freund, aber die sind halt komfortabler, auf jeden Fall. Gut. Dann gehen wir weiter zum Anschnallgurt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, den in Schwarz zu nehmen oder den in Rot zu nehmen noch. Dann sehen Sie hier hinten den Gurt. Das ist halt dann rot nochmal. Das ist natürlich ganz cool. Ich kann Ihnen ja mal einen anderen Blick zeigen. Hätte ich auch vorher schon mal machen können, aber ist ja nicht schlimm. Okay, wir haben nur die zwei heutzutage. Ich merke es gerade. Rot macht Sinn, ja. Okay, passt. Option Audiosystem mit 4 Lautsprechern ist integriert direkt. Wir haben hier noch dann verschiedenste Spielereien, die aber dann nicht mehr wirklich notwendig sind. Also hier für ein überlegenes Klangerlebnis haben wir eben noch unser spezielles Sensonum. Wie Sie möchten. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, das Aventador Sicht- und Lichtpaket zu nehmen. Also LED-Licht auf Schwellerleiste, LED-Licht unter dem Armaturenbrett. Das ist natürlich so ein bisschen zum... Guck mal, was ich habe. Ja, genau. Reinpacken, alles klar. Weitere Optionen. Hier haben wir jetzt noch die Standardsachen, Reisepaket. Becherhalter halt, ja, ob man das im Auto möchte, nee. Rückfahrkamera und Parksensoren würde ich Ihnen empfehlen, machen wir jetzt einfach mit rein. Telemetriedaten für den Fall, dass Sie gerne mal Rennen fahren. Also, wenn Sie dann wirklich auf der Rennstrecke sind, sind Sie nicht. Okay, brauchen wir nicht. Garagentüröffner. Okay, Feuerlöscher. Okay, die Reifen machen keinen Sinn, haben wir schon geklärt. Durchsichtige Schutzfilm macht keinen Sinn. Und Handschuhfach, brauchen Sie ein Handschuhfach? Nee, okay, weiter. Das war's. Das ist unser Auto. Und das ist der Wagen, den Sie hier zusammengestellt haben. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die immer per Mail zuschicken. Aber klar, dann würde ich jetzt mal den Bildschirm beenden. Okay, wunderbar. Und dann bräuchte ich einmal noch Ihre Daten in Form von der E-Mail-Adresse. Ja, hauen Sie raus. Okay.
So, dann geht die E-Mail jetzt sofort raus. Gut. Möchten Sie den Wagen direkt bestellen oder möchten Sie sich den noch angucken? Kein Problem, gucken Sie sich den an. Noch irgendwelche Fragen? Gut. Wir werden Sie jetzt auch prüfen, ob Sie für uns als Kunde in Betracht kommen überhaupt. Und dann können wir mal schauen, ob wir da zusammenkommen. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Gerne doch. Machen Sie es gut. Tschüss.